den Deutschen Buchpreis 2013. Für den besten Roman des Jahres verleiht die Börsenverein des Deutschen Buchhandelsstiftung an Theresia Mora für das Ungeheuer. Jetzt stehe ich da ohne eine Rede. Ich habe ja so einen kleinen Zettel bekommen, worauf auch stand, es wäre günstig, wenn man was vorbereiten würde, aber kleingläubig wie ich bin, habe ich nichts vorbereitet. Wissend, dass alles, was für ein Buch sprechen kann, ebenso gut auch gegen das Buch sprechen kann, zum Beispiel ein Formwille oder eine Unähnlichkeit und auch eine Ähnlichkeit, je nachdem. Und mein Pressemensch Carsten Röse schrieb mir in Klammern, zum Beispiel könnte man sagen, thank you, Mom. Das sage ich tatsächlich. Also ich werde jetzt einfach mal all jenen danken, die mich unterstützt haben bei diesem Buch und auch schon vorher, weil auch für ein Buch braucht es ein Dorf im Grunde. Ich arbeite übrigens gerade an meinen hier in Frankfurt ab Januar zu haltenden Poetikvorlesungen und in diesem Zusammenhang ist mir über mich selber aufgefallen, dass ich sehr gerne mit Helferfiguren arbeite, dass meine Helden, so einsam sie sich auch fühlen, in meinen Büchern immer sehr davon profitieren, anderen zu begegnen. Und so geht es mir auch und tatsächlich möchte ich meiner Mutter danken und auch allen anderen, die sich darum kümmern, dass ich und mein Kind was essen, während ich schreibe oder reise. Und danke auch René Kriedemann, dass ich in das andere Zimmer rüberkommen kann und fragen kann, wie findest du das, was Darius Kopp jetzt macht? Und dann sagst du etwas Brauchbares oder etwas Unbrauchbares, was aber dann später dennoch brauchbar wird, weil das eben so läuft, weil das so ist mit Gesprächen, dass es besser ist, wenn sie stattfinden, als wenn sie nicht stattfinden. Und das ist, dasselbe gilt im Übrigen auch für Klaus Sibleski, der mein Lektor ist seit längerer Zeit, seit alle Tage. Da läuft es im Grunde auch so. Entweder ist es brauchbar oder nicht brauchbar, aber am Ende bleibt das gute Gefühl zurück, mit einem Verbündeten kommuniziert zu haben, dem das Buch genauso am Herzen liegt wie mir und der auch sieht, dass das alles für mich ist, dass ich gerne mit meinem gesamten Leben hinter jedem einzelnen Satz stehe. Und ich danke auch den anderen in meinem Verlag. Er heißt Luchterhand und ich fühle mich dort sehr gut aufgehoben. Und ich danke auch den anderen Autoren, nämlich denen, die mir bei diesem Buch und auch bei anderen geholfen haben und die, wie ich hoffe, mit ihren Werken in dem jetzt endlich vollständigen Register hinten in meinem Buch auch aufgeführt sind. Und zuletzt, ich danke auch der Jury für solche Worte, wie es ging uns darum, ein Gegenwartsroman auszuzeichnen und nicht das, was schon im 19. Jahrhundert da war. Das geht mir runter wie Öl, ganz ehrlich. Und das führt mich dann dazu, dass ich mich freue, in einem starken Jahr gewonnen zu haben. Ich kenne von den Romanen der anderen jeweils nur diese drei Seiten, die in dieser Publikation des Börsenvereins mit den Longlist-Titeln abgedruckt sind, wo man sich im Grunde nur ein Bild machen kann darüber, ist derjenige ein guter Stilist, ja oder nein. Und es haben mir viele Titel gefallen und alle, die auf der Shortlist waren. Und ich freue mich, heute hier zu sein und danke für alles. Danke. Ich habe etwas vergessen und das würde ich mir nie verzeihen. Danke, Karin Graf. Dankeschön.